Hallo, schön, dass du bei Olaf's World vorbeischaust. Ich starte das neue Jahr traditionell immer mit einer Heilfastenwoche. Und ich werde euch diesmal daran teilhaben lassen. Ich werde euch meine Tipps und Tricks zeigen und weitere Details in den Beschreibungen hinterlassen. Jetzt geht es aber los. Die nächsten Tage gibt es keine feste Nahrung mehr, sondern nur noch Wasser, Gemüsesäfte, die ich auch noch verdünnen werde, zudem Sauerkrautsaft, da der bei mir sehr abführend wirkt. Außerdem trinke ich auch noch gern Kokosnusswasser, mache mir immer eine frisch zubereitete Brühe, die ich dann durch ein feines Sieb filtere. Außerdem presse ich mir auch immer frische Zitronen aus, die ich dann mit Wasser verdünne, denn Zitronenwasser soll auch sehr entgiftend wirken. Zu guter Letzt habe ich in den letzten Jahren auch immer noch einen veganen Proteinshake ab dem dritten Tag getrunken. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das dieses Jahr auch machen werde. Jetzt kann es auch gleich losgehen. Was ich aber noch machen muss, ist mich zu wiegen. Weil das ist die häufigste Frage. Wie viel hast du denn abgenommen in deiner Heilfastenwoche? Und wenn ich das Gewicht sehe, glaube ich, es wird auch Zeit zum Fasten. Die sportfreie Zeit wegen meinem Bandscheibenvorfall und die Weihnachtsvöllerei haben doch wirklich Spuren hinterlassen. Jetzt kommen wir zu dem unangenehmen Teil. Vor dem Fasten kommt immer das Abführen. Und ich kann euch das nur empfehlen, auch tatsächlich zu machen. Ich verwende als Abführungsmittel immer Glaubersalz. Hau mal 3 Löffel rein. Und damit ich es auch trinken kann, nehme ich immer dazu noch eine Multivitamintablette. Dann schmeckt das Ganze nämlich deutlich besser. So, jetzt lassen wir es mal schön lösen. Und dann trinken wir das Abführungsmittel. Na, dann sage ich mal Prost. Ich verrühre es nochmal, das war eben schon noch echt eklig. So, geschafft, juhu. Die nächste Stunde werde ich oder habe ich auf diesem schönen Ort die Zeit verbracht. Was ich zwischen den Toilettengängen auch immer gemacht habe, kräftig Wasser getrunken, damit auch alles schön rausgespült wird. So, das wäre geschafft. Jetzt bereite ich mir noch ein bisschen Zitronenwasser vor. Und zwar 2 Bio-Zitronen, die ich presse. So, was ich jetzt mache, ich filtere es über ein T-Sieb, damit auch wirklich kein Fruchtleicht mit in das Zitronenwasser kommt. Was ich jetzt auch noch mache, was ich nämlich noch in der Küche gefunden habe, ich tue ein bisschen Ingwer dazu. Ich nehme hier, da ich noch so viel übrig habe von der Kocherei am Weihnachten, nehme ich mal ganz dicke Stücke und schmeiße die dann auch einfach in das Zitronenwasser. So, jetzt lasse ich das Ganze noch ein bisschen abtropfen und dann
werde ich den ersten Becher probieren. Jetzt probieren wir mal das Zitronenwasser. Super lecker. Und ich habe es auch noch mit Eiswürfeln versehen, damit es auch schön kalt ist. Ja, jetzt werde ich mich mal ein bisschen auf die Couch flözen und danach mit meinem Sportprogramm beginnen. Bis später. Eigentlich starte ich das neue Jahr immer mit einem 10-Kilometer-Lauf. Aber wegen meinem Bandscheibenvorfall werde ich mal besser nicht laufen gehen und es mal mit Nordic Walking versuchen. Mal sehen, ob es funktioniert oder ob ich wegen den Schmerzen abbrechen muss. Das Nordic Walking hat doch jetzt wirklich gut geklappt. Über 10 Kilometer bin ich gelaufen und Schmerzen hatte ich auch nicht. Ich habe euch auch noch ein paar Bilder von der Nidda und dem Main mitgebracht. Als nächstes werde ich mir dann erstmal ein Bad einlassen. Das ist wirklich entspannend nach so einem 10-Kilometer-Lauf. Das war mein Aktivprogramm für heute. Ich werde jetzt noch kräftig Wasser trinken und meine Karaffe mit dem Zitronenwasser auch austrinken. Ansonsten werde ich jetzt ein bisschen an den Videos schneiden und hoffe, dass ich das Video heute noch veröffentlichen kann. Ihr fragt euch sicherlich auch, hat denn der Mann großen Hunger? Und nein, ich habe gar keinen Hunger. Dank des Abführens hat man nämlich überhaupt gar kein Hungergefühl. Was die Sache trotzdem nicht einfacher macht. Besonders wenn die Kinder neben einem Popcorn und Chips essen. Jetzt ist für eine Woche lang Disziplin gefragt. Ich melde mich dann morgen wieder mit dem zweiten Tag meines Heilfastens. Bis dahin, ciao, ciao.